willkommen zu einer weiteren Folge vom Klassikprojekt auf dem auf der Provence Map. Hallo. Hallo. So, auch heute wieder mit der Tiger Farm. Dem Tiger Farm. Ich sag immer der. Ja, ist nicht so schlimm. Ich komme damit klar. Ja, das ist hab ich Glück gehabt. Ja. So, wir sind hier noch am Ernten. Mit unserem krass modernen und fortschrittlichen Fortschritt E514. Das ist echt fortschrittlich. Auf alle Fälle, ja. Und du hast letztes Mal die Kühe geholt, dass wir endlich mal eine Aufgabe haben. Sechs Stück an der Zahl. Sauber. Und kommst jetzt gleich mit dem Schwader, damit wir hier das Stroh langsam und sicher mal in bessere Bahnen kriegen. Ich hoffe, dass ich diese Folge und wir heute fertig werden mit dem Ernten. Da könnten wir uns morgen eigentlich so an die Versorgung der Tiere machen. Wir haben da nur so ein ganz minimales Problem. Der Schwader ist zu klein. Du hast den Wender, nicht den Schwader. Der Schwader ist der Kuhn, der Kreisel-Dinger. Echt? Ja. Das ist ein Zetter, was du hast. Oh. Ja, mein Schuld. Ich muss schon sagen, als nebenberuflicher Lohnunternehmer sollte man das schon wissen. Ja, gut. Das ist belastend für mich. Da muss ich mir überlegen, ob ich dich hier in anderen Projekten nochmal als Lohnunternehmer engagieren möchte. Und hier mit falschen Maschinen dann. Ich habe noch nie mit so kleinen Maschinen gearbeitet, deswegen. Ja, kann mir passieren, kein Problem. Es hebt meinen Fehler von letzter Folge von gestern wieder auf. Wo ich es nicht geschafft habe, die Zapfwelle hier mit dem Drescher zu verbinden. Haben wir 5 Minuten lang die Zapfwelle, den Zapfwellenanschluss gesucht. Ich habe nicht gesucht, du hast ihn gesucht. Du bist nur drin gesessen. Ich habe draußen hier mich im Dreck gewühlt. Ganze 7 km/h. Kannst du mich mal abtanken, wenn du da bist? Nee, bist du nicht. Okay. Nö, dann. Ich kann aber rein switchen. Nö, kein Problem. Reicht noch. 2 Bahnen müsste es noch reichen. Und fahr mal dein Rohr aus. Läuft. Ja, kannst drunter fahren, auch wenn es nicht so aussieht. Hat keine Kollision. Ja, aber vielleicht nicht direkt so vor meinen Schneider. Ja, irgendwo mein Bromat einstellen. Wir sind sowieso gleich am Ende. Fahren wie viel? 7? 7. Ja. Und stopp. Viereinhalbtausend Liter passen hier rein, in den Drescher. Wahrscheinlich relativ groß, finde ich, für so einen alten Dinger. Ja. Wo steht denn der Schwader? Gute Frage. An der Wiese hinten. Ah. Wo die Ballenpresse auch steht. Ah, stimmt. Da war ja was. So. Ich würde gern wissen, wofür diese Kurbel hier ist. Also, welche? Im Drescher ist auf dem Boden so eine Kurbel. Ich nehme an, das ist wirklich die Schneidwerkshöhe. Ich kenne mich da nicht aus. Hier hinten sind noch 3 Hebel. 4.
Keine Ahnung. Für irgendwas sind die schon nützlich. Ja, vermutlich. Sonst würden sie ja nicht da sein. Hey, gleich wird es richtig dunkel. Jo. Hast du immer noch Kaffeepause, oder? Nee, ich bin auf dem Weg. Sagen Sie einfach, wenn Sie 80% voll sind, dann tanke ich Sie ab. Schon wieder Sie. Ja, das muss so sein. Übung. Oder kennen wir uns persönlich? Also so richtig. Nee. Ja, siehst du. Aber auf dem Projekt sind wir eigentlich per Du. Eigentlich. Ja, der Fluss hier, der ist aber auch gefährlich, ey. Da darf man nicht schlafen beim Dreschen. Ja. Liegt die Maschine im Fluss. Bringt was, oder? Wie viel Schwade kriegst du zusammen? 3, wenn ich mich gut fahre. Na, das ist super. Ja, ich glaube, das müsste jetzt vom Abtanken her reichen bis zum Ende. Wir haben ein paar neue Mods drauf im Vergleich zum Anfang. Auch nochmal. Oder hat wir den? Ne, den einen hatten wir schon, den John Deere Pflug. Ja, wir haben noch einen anderen Pflug drauf und bei der Scheibenecke. Ne, beim Grupper. Habe ich gesehen. Den kann man hier noch erweitern. Der hat 20 Scheiben normal. Den kann man auf 28 erweitern. Also der hat nicht nur 1,80 Meter Breite, sondern geht cool. Noch mehr. Wie viel geht da noch? Ich würde sagen, so knapp 3 Meter. Wenn das 28... Also Standard sind 20 Scheiben. Ja, und das, der hat standardmäßig Dings. 1,80 Meter. 1,80 Meter. Hm. Ja, 2,80 Meter vielleicht. Ja, ist so rum. Aber hier müssen wir, glaube ich, sowieso erstmal pflügen. Würde ich jetzt sagen, ja, ich damit gucke. Wir müssen zwar nicht, aber dass man die ganzen Feldränder, die der Vorbesitzer hat stehen lassen, dass wir die auch alle bepflanzen können. Ja. Wollen wir alle bepflanzen? Mit was? Ja, das ist mir egal. Achso, das weiß ich auch noch nicht. Noch keinen Kopf gemacht. Ich würde vielleicht Sojabohnen nehmen. Wir sollten mal gucken, was wir vielleicht brauchen für die Kühe. Ja, stimmt. Warte mal, gucke. Bräuchten halt noch Milchrationen. Ich meine, die können wir Silage wäre nicht das Problem und Gras auch nicht. Silage haben wir schon angesetzt, gell? Nicht vergessen. Ja. Ja, deswegen, ja, es ist ja kein Problem. Heu müssen wir noch machen, aber da haben wir hier noch ein bisschen Grasfläche. Ja. Und Stroh machen wir ja gerade. Ja, und dann brauchen wir noch Wasser. Und das Wasser ist kaufen wir dann. Das hast du denn nicht gekauft? Nee, noch nicht. Okay.
So, ja. Jetzt steht ja erstmal hier auf dem Plan, das Feld fertig zu kriegen. Aber ich glaube, ich brauche noch 4-5 Bahnen, dann bin ich durch. Dann können wir uns den die Ballenpresse holen. Bleib stehen. Okay. Boah. Sie haben aber gerade das Licht. Sorry. Ich dachte, ah, dass, okay, dass man was sieht. Und stopp. Fertig. Gut. Zeit geht schneller rum, als ich gedacht hätte. Ja, klar. Schon 20 Uhr her. Ach, es läuft. Also wir kommen doch voran, obwohl die Maschinen alle ein bisschen, nur ein ganz klein wenig kleiner sind wie sonst. Minimal. Und nicht ganz so schnell. Naja, meiner ist 43. Also ja, der ist okay, aber wenn ich hier den Drescher angucke, der fährt 7 in der beim Dreschen und sonst 22. Gut, das ist dann was anderes. Schon ein bisschen, ja, gewöhnungsbedürftig. Und schnell. Ja, aber noch drei Mal, dann bin ich fertig. Gut. Der Hänger ist dann auch gleich voll. Ja, perfekt. Dann passt das. Oh, da fällt mir was ein. Wir müssen die Sojabohnen auf Feld 7 nochmal düngen. Hä? Wirklich? Ja, die können nochmal eine Düngestufe gebrauchen. Bevor die Ernte reif werden. Stimmt. Aber das kann ich gleich machen, wenn ich hier fertig bin mit. Ja, dann passe ich dann gleich. Ja. Wenn ich dann fertig bin mit Schwaden. Den Kalkstreuer hattest du gekauft? Nein, noch nicht. Auch noch nicht. Oh, dann müssen wir mal gucken wegen Geld. So, letzte Bahn. Als der Drescher hat echt tolles Licht. Drescher mit LED-Technik oder so. Ein LED-Drescher. So, fertig. Ne, der nimmt immer noch. Der gibt mir immer noch Weizen hier. Dann fahre ich die Bahn zu Ende. Jetzt ist fertig. Achso. Bisschen vor. Gut. Wie viel ist drin? 12.000, 13.000, ja. 13.213. Dann fahre ich das eben zum Hof. Ja. So, erfolgreiche erste Ernte, würde ich sagen. Sehr erfolgreich. Hat für das kleine Fältchen wie viel? 13.000, 13.500 Liter? 13.113. Immer diese Raudis hier. Welche Raudis? Du meinst Mikado? Der ist nicht da. So. Ja, aber sonst. Haben Sie eigentlich den Blinker zu Hause gelassen heute, oder? Ja, lass ich immer zu Hause. Ah, dann fahr ich halt die nächste rein. Ich weiß gar nicht, wo haben wir den Drescher immer stehen gehabt? Ich stell mal unten ab. Stellen Sie den hier. Ganz vorne hin.
Man sieht die Hand vor Augen nicht, ey. Dunkel ist hier. Vorne haben sie aber sehr gutes Licht. Ja, vorne. Aber das war's dann auch schon. Jetzt muss ich auch noch übers Mehrwerk springen. Was muss man machen? Was wollte ich? Ah, düngen wollte ich. Dafür bräuchte ich den Fendt. Fiat. Ich gebe dir noch kurz ab. Wenn das so erlauben. Ja. Unser erster Weizen für die Saison. Ja. Schnell eine Thumbnail geschossen. Bitteschön. Achso, das mal. Ja, okay. Danke. Bitte. Ja, nach vorne wäre gut. Hey, in was für ein Fahrzeug bist du jetzt gesprungen? Ford. Ich habe den Sound hier bei mir gehabt. So, dann holen wir mal kurz den Düngestreuer. Nein. Was ist jetzt schon wieder? Ich hab gedacht, warum hängt er den Dinger nicht an? Bin voll dagegen gefahren, weil ich gedacht habe, oh, irgendwann kommt ja das Zeichen, dass ich anhängen kann. Ja. Wenn das mal so wäre. Mit Manual Attaching. Ja, da muss man dran denken. So, wie komme ich denn zu Feld 7? Noch halt hier runter. Also der Fiat ist schon sehr lahm. Mit seinen 25. Der Ford ist sehr schnell. Ja. Ist halt relativ, gell? Wenn man jetzt irgendwo auf einer anderen Map spielen würde, also mit den normalen Mods spielen würde, oder mit den normalen Fahrzeugen, dann würde man sagen, oh, ja. 43. Aber lahm. Ja gut. Hier muss man jetzt auch wieder erst die Zapfwelle anschließen, oder was? Ja. Überall, wo man irgendwas anmachen muss. Dann braucht man eine Zapfwelle. Nein. Gut. Ah, jetzt ja. Gut, da müssen wir nicht so oft drüber. Das sind 3-4 Mal. Dann ist die Sache auch schon erledigt. Nur bei Nacht mag ich so eine Mission, so eine Tätigkeit eigentlich gar nicht. Ey, selbst nachts fahren hier die Bettungmischer rum. Ja. Irgendwann müssen die ja in Berlin ja mal fertig werden. Stichwort Flughafen, BER. Ja. Als ob. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. So, auch fertig. Er sollte ja eigentlich mal 2016 fertig sein. Sollte. Sollte. Und jetzt ist es schon 2019. So, gut, dann hole ich mal die Ballenpresse. Okay. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind schon wieder am Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Und bis morgen. Bis morgen. Ciao. Ciao.